an! Im Namen des Mondes informieren wir euch. So, und ihr hättet euch geärgert, wenn ihr jetzt das nicht eingefordert hättet. Ja, sag ich doch. So, die, die mich kennen von euch, die wissen, ich bin normalerweise allein in der Halle. Aber auch ich habe großes Interesse daran, auch meine Co-Moderatoren zu haben. Und die habe ich mir jetzt auch mal besorgt, eventuell zukünftig sogar auf gewissen Cons mit ihr unterwegs. Lieber, kommt ihr mir auf die Bühne? Ja, irgendwann wird es dann auch als Daisy verkleidet sein. Nur für mich. Geht dein Mikrofon? Hi. Komm zu mir, lang hier. Auf Meter. Ja. Hi. Ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Hallo! Ja, wunderbar. Erstmal Applaus für Sie. So, du hast auch deinen eigenen Stand hier, habe ich gehört. Ja. Sie ist Zeichner. Und auf der Bühne tätig, also Multitalent. Ja. Du weißt, was jetzt kommt? Ja. Zählerflöte. Wer von euch hatte mit Zählerflöte angefangen? Ja, ihr könnt mir am besten, wenn ihr antwortet, immer mit Applaus oder Jubel. Also wer von euch hat mit Zählerflöte angefangen? Dann hört man schon viel mehr raus, genau. Fandet ihr den Zählerflöte noch gut? Also es kommt auf jeden Fall an. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine große Gruppe Zählerflöte-Fans. Und zwar nicht Fans, sondern langjährige Fans, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, die Sailor Moon eigentlich immer auswendig können. Superfans. Die Superfans. Ich muss ja sagen, gut, Sailor Moon wird ja meistens als Frauenanime abgestempelt. Habe ich trotzdem auch damals geguckt, natürlich wie jeder andere auch. Damals auch nach der Schule immer nach der Schule nach Hause gerannt und geguckt und ja, Sailor Moon! Wer kennt das von euch? Ich glaube, so geht es allen von uns. Ich weiß auch ganz genau, früher, ich habe in den Sommerferien in 6 Wochen saß ich tagelang in meinem Arbeitszimmer und habe die kompletten Staffeln angeguckt. Und wem hat das geärgert, dass sie nach der ersten Staffel die Synchronsprecher geändert haben von Bunny? Mich auch. Das wüsste ich zum Beispiel nicht mal, aber gut, ich war damals auch nicht so hart auf. Also du könntest dich dazu setzen und ein bisschen mitzunehmen? Ja. Okay. Aber ich glaube, die Sitzplätze sind schon alle belegt und die warten jetzt auch schon in den Startlöchern. Also, großen Applaus, wenn sie reinkommen. Genau, ihr kriegt sie geboten, Gesang, ein Talk und natürlich auch eine Frage-Antwort-Runde. Also freut euch auf Sailor Moon German! Applaus! Hallo!
Seelang-Fanclubs in Deutschland, 60 Jahre für Seelang ein. Und mein Name ist Sabus, ich bin der Gründer. Du bist. Mein Name ist Daniela und ich reise ihm halt bald nach. Unglaublich, sehr langsam auf der LBM. Schon wieder. Also wir dachten uns einfach, Sailor Moon feiert ja dieses Jahr 20 Jahre deutsches Jubiläum. Kannst du dir das schon vorstellen? So lange ist es her. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber das erinnert mich auch, dass ich so alt werde. Wie ihr vielleicht wisst, 1995 war es soweit, Sailor Moon lief auf dem CDF das erste Mal. Wer von euch war damals dabei, Sailor Moon auf dem CDF? Hände hoch! Ja? Ja, 20 Jahre liegen hinter uns, es hat sich viel ereignet und deswegen sind wir auch hier auf der Leipziger Buchmesse, oder was machen wir? Also, wir machen hier auf jeden Fall wir haben eine Kampagne gegründet, genau. Die Sailor Pride Kampagne. Ja, wofür steht denn Sailor Pride? Sailor Pride steht eigentlich für den Fanstolz eines Sailor Moon Fans. Jeder Sailor Moon Fan hat irgendetwas, was ihn mit der Serie kennzeichnet, sei es die sei es Cosplay, Flitzer, ja, geht so gut. Ja, Sailor Pride kann alles Mögliche sein. Was ist für dich so ein typischer Moment, wo du sagst, du bist stolz, jetzt ein Sailor Pride zu sein? Gibt es irgendwas aus der Serie, was dich seit 20 Jahren begleitet oder noch die nächsten Jahre? Also, für mich bedeutet Sailor Pride einfach, dass die Philosophie, was mir Sailor Moon beigebracht hat, weiterlebt. Und ich werde das auf jeden Fall auch an meine Kinder weitergeben, die da halt heißt Freundschaft, natürlich Liebe, Gerechtigkeit. Und dafür setzen wir uns ein. Dafür machen wir uns stark. Und dieses Mädchen in den zwei Zöpfen hat uns sehr geprägt. Ich würde sagen, nicht nur mich, sondern euch allen. Genau, also dieses Mädchen mit den zwei Zöpfen Annie oder Sage, wie sie eigentlich heißt, haben wir ja schon mittlerweile diese 20 Jahre auf verschiedensten Arten kennengelernt. Es gibt ja das klassische Sailor Moon Anime, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, aber es gab noch viele andere Versionen von Sailor Moon. Ja, da gab es ja in Japan, ich meine, die sind natürlich an der Quelle, ja. Die können es viel besser ausleben wie wir, deswegen gab es da noch eine Realserie mit echten Menschen und mehrere Manga-Adaptionen. Musicals. Oh ja, Musicals, das fehlt hier in Deutschland auf jeden Fall noch. Ja, und genau deswegen gibt es Sailor Moon German. Wir möchten das gerne auch auf Deutsch haben. Wir möchten das gerne hier in Deutschland auch mehr publik machen. Vor allem jetzt lebt ja dieses Feld immer stärker auf, denn es gibt eine neue Anime-Serie zu Sailor Moon, Sailor Moon Crystal. Wer von euch kennt schon Sailor Moon Crystal? Ja, es sind schon einige. Und ich würde mal sagen, bleiben wir nochmal bei Sailor Moon Crystal. Und ich hätte jetzt irgendwie gerne jemanden aus dem Publikum, der gerne etwas sagen würde. Gibt es jemanden, der zu Sailor Moon Crystal irgendwie eine Meinung hat, jetzt auch positiv oder negativ? Wer würde denn gerne etwas zu Sailor Moon Crystal sagen? Einfach eine kleine Talkrunde mit uns. Freiwillige? Ja? Auf die Bühne bitte. Erstmal ein Applaus. Hallo, wer bist du? Ich bin Taya. Taya, komm, setz dich mal in unsere Runde und sprich. Wie ist denn deine Meinung zu Sailor Moon Crystal? Was würdest du? Und bitte mit dem Hashtag Sailor Pride. Ja, so viele Menschen hier, wenn sie nochmal nackt wären. Ja, Sailor Moon Crystal, was willst du denn dazu sagen? Also, bei Sailor Moon Crystal ist es so, dass die Zeichnung ganz anders ist. Auch sehr viel auf PC animiert, also nicht nur gezeichnet. Und auch die Geschichte unterscheidet sich halt ziemlich, ziemlich von dem alten Anime. Also die Geschichte lehnt sich ja sehr stark an den Manga an. Hast du auch damals den Manga gelesen? Ja, habe ich auch. Und jetzt gibt es ja wieder so eine neue Auflage davon. Und ja, die habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich wollte die alte haben.
Ja, das war ein großer Kritikpunkt eigentlich bei vielen Fans, die Animationen, die Verwandlungen. Da kannst du wahrscheinlich einiges dazu sagen zum Thema Verwandlungen. Also ich brandmarke hier mal so als nicht unbedingt Crystal. Am Anfang war ich auch kein Crystal-Fan, denn die Verwandlung Crystal steht hier leider eher eben, ist nur nebensächlich. Während die Anime 90er war ja mehr, das muss ich bam, 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 bam. Und da geht man einfach so mit und bei der neuen Version ist halt nur so und das ist halt einfach ganz anders und dann natürlich diese CGI-Effekte, das ist gewöhnungsbedürftig. Mir persönlich fehlt ein bisschen mehr Pep, mir fehlt diese Wiedererkennung, aber hier werden halt mehr auf Haare und so weiter. Ja, ich das passiert auch. Sauberei? Ja, das war doch einfach, wie du über Sailor Moon lästerst. Oh, nein, ich will ja nicht lästern, aber das Herz ist halt einfach bei den Verwandlungen, das muss man dazu sagen. Ja, also man ist da halt, diese Musik, die reißt mit, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ihr damals die Sailor Moon Verwandlung gesehen habt, die wollen auch aufstehen und dann habt ihr euch gewünscht, dass die Klamotten sich auflösen und sich schleifen und sich bewegen. So ungefähr war das damals. Und jetzt im Crystal, das fehlt einfach. Die Dynamik, das Bling-Plong und so weiter. Okay, das gibt es noch, aber keine Musik richtig. Die Action eigentlich bei der Verwandlung fehlt in der neuen Serie einfach. Weil da ist das alles so schön und ruhig. Bei der alten Serie ist es halt viel actionreicher, viel dynamischer und ja, man freut sich dann auf den Kampf. Ja, Kampf ist auch ein Stichpunkt, denn ein Markenzeichen von jeder alten Sailor-Folge ist irgendwie so ein Dämon, gegen den sie kämpfen und in der neuen ist es ja wieder so vertreten. Aber okay, was ich an Sailor wissen mag, ist, dass auch die anderen Kriterien stark genug sind, irgendwas auszurichten und nicht wie der alte Sailor Moon mit ihren Kräften nur sie, die Yuma oder die Dämon besiegen kann. Ja, also in Crystal geht's halt schnell zur Sache, würde ich sagen. Und manchmal auch ein richtiges Gemetzel. Also wenn jetzt noch irgendjemand kommt und sagt, Sailor Moon ist eine Kinderserie, der kennt sich wirklich nicht aus. Nee, definitiv nicht. Was ich noch sagen wollte, ist halt, dass in der neuen Sailor-Serie, was mir sehr gut gefällt, ist, dass die halt zeigen, dass sie starke Frauen sind und sozusagen also nicht auf Taxidermes angewiesen sind, finde ich. Und das finde ich sehr gut. Das ist ja schon im Titel enthalten, ne? Ja, aber gut, Taxidermes. Ich kann jetzt so sagen, also in alten Serien, vor allem in der ersten Staffel, war er sehr viel geliebt und dann später wurde er halt immer nur zu dem Typen, der die Rose wirft und viel nicht macht. Aber in Crystal, es gab zum Beispiel diese eine Sequenz, ich habe zu leben mit Zezite, wo Zezite Sailor Moon in der Gewalt hatte und sie umwuchsen wollte. Und was macht das? Das ist immer eine Berufskrankheit. Du kannst ja nicht mehr auf eine Messe gehen, ohne dass du automatisch hörst, was Mamoru oder Zezite ist. Ja, den Männlichen habe ich nicht. Ich glaube, wenn wir das sollte er nicht, war ja nicht böse gemeint. Wenn die Verwirrung ist, was ist da verlegen? Die Verwirrung kann nur mal. Ich habe das schon gesehen, aber es ist schlecht. Es gibt nicht so gut wie schlecht. Es ist eins gleich. Es ist sehr gut. Und dann ganz gut. Und bitte, wir wollen nichts verpassen. Und jetzt ist mal die richtige Urgeschichte von der Sina und das Leben, die uns hat. Das macht Crystal auch zu etwas ganz Besonderes. Aber ohne die Anime-Serie von damals hätten wir auch einiges verpasst. Also hat alles seinen Grund, so wie wir haben da Platz und Zeit. Klar, wir sind mit Mädchen, mit Amy-Ray, Mina Komakoto und Bunny groß geworden, haben halt auch ihre Charaktere zu allen anderen kennengelernt, dass sie in den Norden nicht so stark gespürt wird, außer die Kompetenz. Aber klar, es ist eigentlich so, wenn man sich das vorgestellt hat, dass sich man gar keine Geschichte von über 20 Jahren ausgedacht hat, dass es gerade schon die Welt ist, noch ein bisschen geändert werden. Weil ich meine, was das soll man sagen, also in der Oper hat damals in den 9 Jahren diese
Geschichte geschaffen, die dann nicht nur einfach Mädchen in kurzen Röcken und zaubert wird. Das ist auch sehr viel mit der Mythologie, oder? Und auch, und dann, natürlich, da sind eigentlich für jeden etwas dabei. Jemand, der sich mit Astrologie befasst, ist etwas dabei, denn die Karas sind ja wirklich zu ihrem beherrschenden Planeten dann auch designt. Wer zum Beispiel Lieder mag, hat viele Lieder dazu. Alle wollen sie TPA sagen. Ja, genau. Kriegen sie aber nicht. Nee. Was ist blau? Niemals. Das hat Naoko alles befasst. Dann die Legende des Mondes, von der keltischen, griechischen, römischen, viele Elemente mit eingebaut. Also, man muss sie jetzt verstehen. Sie ist genial. Genial. Sie ist definitiv genial, sie hat sich sehr viel Zeit dazu genommen, das alles so zu konzipieren. Was mich auch sehr fasziniert, aber generell auch die Frage, es wird unbedingt auch, was fasziniert euch denn eigentlich an genau diese Serie? Wie viele von euch wissen selber, wie man im Ausland eben davon was, wie Anime, Manga, Cosplay, Conventions vor 20 Jahren, das ist populär geworden. Ich meine, diejenigen, die zum Beispiel auf einer Animagic 1999 waren, da haben wir nur eins gesehen, Sailor Moon. Ja, wer war denn damals auf der Animagic 99, oder? Ist hier noch jemand da? Da ist ein. Zwei. Drei. Dann lösen wir dich vielleicht mal. Vielen Namen Dank. So jung und du weißt schon noch Bescheid. Wow. Applaus. Ja, was mich interessiert, ist zum Beispiel, vielleicht mag noch jemand auch seine Meinung dazu sagen. Was fasziniert euch an der Serie Sailor Moon? Damit meine ich nicht nur so Philosophie, sondern was hat euch so anders, als ihr sitzen bleibt und es anguckt? Sei es, ist es wegen den kurzen Rücken? Die langen Haare? Ja. Hey, wir haben ja gestern noch einen Kaffee gebraucht. Wir haben ja gestern noch einen Kaffee gebraucht. Alles weg, jetzt haben wir einfach, heute. Wer möchte? Ich muss ja auch mal im Büro was machen. Einfach runtergerannt kommen und stürmen. Nicht so schüchtern sein. Ja, dann nimm doch einfach mal kurz. Wenn jemand was sagen will, einfach herkommen. Also, oh, dann einfach herkommen auf die Bühne. Hack, hack, hack. Woo! Applaus auf die Bühne. Ich werfe dir auch den Ball zu. Hallo, du bist Franziska. Hallo. Komm in unsere goldene Mitte. Ja, Franziska, was veranlasst dich dazu, Sailor Moon Fan zu sein? Ich fand von Anfang an die Geschichte einfach spannend. Jede Folge auf dieses Film. Mir fällt natürlich die Folge 45 ein. Das sagt mich so, boah. Also diejenigen, die kennen, ich will ja auch nicht spoilern, was passiert. Aber das war echt. Kurz die Ohren zu halten, ich nicht spoilern jetzt. Also, wo sie alle quasi schlafen. Also, das war für mich die härteste Folge. Und egal wie oft ich das anschaue. Ich hab die Bier in den Augen, definitiv. Das zeigt doch auch wieder, dass Sailor Moon nicht einfach so eine Girly-Serie ist, sondern eine Kinderserie. Denn ernste Themen dann haben, wie zum Beispiel in der ersten Staffel Tod und Wiedergeburt, Staffel 3 Homosexualität mit Sailor Neptun und Sailor Uranus. Und die Starlights sind sowieso Overkill. Die Uranus-Neptun-Fans. Ja, siehst du? Aber vor allen Dingen natürlich die letzte Episode der ersten Staffel. Wer hört sie nicht, wer kriegt nicht Gänsehaut, wenn die Melodie der Spieluhr läuft und Bunny Usagi erzählt, ja, ich höre schon die Kuckucksuhr. Ich kann es eigentlich auswendig noch. Aber das ist so toll, nicht, wenn ich das jetzt wieder höre. Aber ich höre das immer so, wenn sie sagt, ich komme jeden Tag so spät zur Schule und ich sage, lass mich noch 3 Minuten schlafen. Das ist einfach so, sie möchte ein ganz normales Leben führen. Sie ist einfach menschlich.
Und das ist für mich halt auch die Serie Sailor Moon. Egal, was man anschaut, in irgendeiner Situation, irgendein Charakter, findet man sich darin wieder. Kann man nicht so unterschreiben. Bist du eigentlich schon länger in dieser Szene, sag ich mal? Ja, ich bin selber von ganz paar Jahren. Eine der Endspunkte. Was waren so deine erste Convention oder so ein öffentlicher Bezug mit Sailor Moon? Waren das? Meine erste Convention war die Animagic 2003. Kannst du eigentlich sagen, dass dieser Hype um Sailor Moon durch Jahre abgenommen hat oder seit gleich über? Wie siehst du denn das denn? Ich persönlich bin erst seit 3 Jahren auf Convention und ich erlebe es jetzt, wie es mit Sailor Moon vor sich geht. Denn ich hätte mir sehr gewünscht, als ich damals in diese Szene gekommen bin, dass Sailor Moon so gut ist. Und es ist einfach, vielleicht kennt ihr es selber, wenn ihr eine Szene so sehr liebt, dass man dann entertained werden will oder Programm haben will. Aber wie sagst du diesen Trend in den letzten Jahren? Wirklich, so, wo es noch lief und auch gerade an dem 2003, wo meine Anfänge dann war es sehr stark vertreten. Obwohl es dann auch noch nicht so zu sehen war. Es gab einfach mal Handel oder Cosplayer gesehen, es gab auch ein bisschen Merchandise davon. Dann, einer hat natürlich gesagt, Sailor Moon ist tot. Ja, auch gedacht, oh, für dich, nicht für uns. Und es kam aber wirklich ein paar Jahre lang, habe ich kaum was so gemacht. Das war dann die Sicherheit zu der Zeit, wo alle in Sperre drin waren. Das war ja. Und es lief halt nicht mehr, es kam ja gar nichts mehr. Genau, da habe ich sogar ein bisschen vermissen. Gleich habe ich auch nach anderen Animes umgeschaut, andere Bestaubungen, andere Mangas gelesen. Aber Sailor Moon war immer bei mir irgendwie allein, wenn ihr mein Zimmer sehen würdet. Aber es war immer da. Ich habe jeden Tag dran gedacht, eventuell irgendeine Kleinigkeit war. Jetzt, wo es dann wirklich hieß, 20 Jahre in Japan und es gibt eine neue Serie, noch ausgeführt. Aber nur ein bisschen, was ist denn deine Meinung zu passen? Gestalten, sag ich mal. Also, ich finde es super, dass es sich irgendwie in der Schicht von meinem Garten hat. Das ist klasse. Und jetzt zeigt es die Welt für mich ein schönes Gefühl ein. Ich finde die Musik wirklich super, wie schon gesagt, einfach was man da sehen kann. Ich finde auch, und mit Zeichnungen, mir fehlt ein bisschen. Das ist das, was ich gerade gesehen habe. Vor allem, selbst wenn man ein bisschen so gesehen hat, man hat einfach mit Augen gelesen, dass man das mir fehlt dann das Herz. Und genau das ist der einzige Punkt. Ich mag Crystal auch, weil es immer auch Sailor Moon ist, aber mir fehlt dieses Herz, was da drin zu stecken. Manchmal ist das alles so schmutzig, alles auch. Ich weiß, die sind noch in der Macht. Die Blu-ray-Version ist ja top. Es ist wirklich alles in Arbeit, sie verbessern sich auch. Sie nehmen auch Kritik zu Herzen. Also, das will ich jetzt nicht kritisieren, aber du hast definitiv recht. Es ist das Herz. Aber dennoch, Sailor Moon ist in unserem Herzen. Also, verfolgen wir und unterstützen wir. Ich will die Serie endlich zu Ende sehen, so wie sie hätte es sein sollen. So wie sie hätte sein sollen, denn viele fragen mich natürlich, warum wurde eine neue Serie nach der Manga-Flora gemacht? War sie denn nicht gleich? Aber es gab doch viele Änderungen im Laufe der Staffeln. Ich denke mal, ab Staffel 3 wurde es immer schlimmer, sage ich mal, von der Spaltung her. Denn was zum Beispiel in Staffel 5, wie immer Staffel 5, Starlights, sind ja die Stars. Die Starlights sind die Stars im alten Anime. Aber also wir spoilern jetzt wieder die Ohren zu halten? Ja, müssen wir. Ja, und im Manga sind sie eigentlich Randfiguren mehr oder weniger. Wie ist deine Meinung zum Manga? Ich mag beide Fassungen. Ich mag die alte Anime-Serie, ich mag die Manga-Fassung, weil es ist immer ein bisschen anders. Das stimmt schon, ich bin auch riesig das Starlights. Ich fand es traurig, dass im Manga so ein bisschen zu kurz war. Aber ich finde die Manga-Version trotzdem schön. Da beispielsweise, also Achtung, Spoiler! Das hast du in Kakyu auch gesehen. Oder das Amazon-Quartett, das ist ja auch Sailor Moon. Es sind eigentlich, ich persönlich betrachte Sailor Moon, sei es jetzt die zwei Anime-Versionen, den Manga, die Live-Action oder die Realserie, als irgendein Gesamtkonzept, das wie ein Puzzle zusammenlegt. Die Naoko und Takuya vor 20 Jahren die Grundidee da mit dem Manga, aber auch über die Jahre hinweg sind immer neue Ideen hinzugekommen, die sie halt in ihre Fassungen dann wieder reinbringen. Vielleicht war es dann auch der Grund zu
weil wir sind Crystal. Spoiler, die Chitendos, also die Generäle, doch etwas anders an Ende hatten. Ja, wir bekamen ein neues Puzzleteil, was nicht im Anime, nicht im Manga drin war. Also im Manga war ja nur kurz ein Bild, wo es hieß, sie sind miteinander Paare gewesen. Aber im Crystal wurde es ja mehr beleuchtet. So sind es auch nicht eins zu eins dann gegangen. Also von daher hoffe ich, erträume ich, erwünsche ich mir, bitte mit mir. Ich wünsche mir weitere Puzzleteile, liebe, liebe Naoko. Ja, also 20 Jahre Sailor Moon sind auch im Jahr schon vergangen. Es ist ja auch diese 20th Anniversary Kampagne gestartet in Japan, wo viele, viele Festivitäten gelaufen sind. Das Highlight ist natürlich das neue Anime, aber es passiert auch so viel momentan allein. Das Thema Merchandise. Wir finden es ja ziemlich schade, dass es kein Sailor Moon Merchandise so richtig ist. In Deutschland zu kaufen gibt. Was macht man denn da in seiner Misere, liebe Daniela? Dann müssen wir komische Deals eingehen. Wer kennt es nicht, dass man sich dann aus Japan Sachen importiert, sich mit dem Zoll umschlagen muss? Ja, also ich könnte eigentlich schon ein Zimmer beim Zoll mieten, so oft wie ich dort bin. Ja, das ist schon hart für uns Sammler, wenn ich sage. Aber was macht man nicht alles? Man gibt einfach alles. Also ich sage, deswegen, ich unterstütze tatsächlich den japanischen Markt, um zu zeigen, es gibt überall Fans, auch die kleinen Asiaten, die in Deutschland leben. Und ich gebe einfach alles, damit man auch nach Deutschland kommt. Wie findest du denn diese Situation mit Merchandise? Bist du so eine Merchandise-Käuferin und würdest du dir wünschen, dass man einfach, ich sag jetzt mal, wir nehmen die Toys R Us, ich weiß damals, in der Nazi war so eine Bildungsstätte, dass man da einfach reingeht und sich Zählen und Merchandise kaufen kann? Zuallererst möchte ich trotzdem meinen Chef und meine ganze Lage. Ja. Ja, klar, Merchandise ist das nicht, wenn es wirklich auf dem Arbeit ist. Was wäre denn das schönste Merchandise, was du dir hier in Deutschland wünschen würdest? Ein Autogramm von der Oko Takeuchi. Ja, die Miriam Naoko, werden auch immer wieder gefragt, ja, lade doch die Naoko Takeuchi rein. Ist etwas schwierig, an die gute Frau ranzukommen? Ja, ich habe schon gedacht, ich nehme meinen Kontakt aus, auch mit dem, wie heißt es nochmal, mit dem Manager? Nein, mit den Spionagen von Amerika da, diese NSA. NSA, genau. Wenn die schon unsere Gespräche mitlesen bei Facebook, wieso können sie dann nicht Naoko herausfinden? Ja, das wäre ein Problem, aber ja, Naoko ist sehr scheu, sie lässt auch alles in ihren Managern und Samen kommunizieren. Aber dennoch ist es doch interessant, auch von solchen Personen, die in seiner Generation mit dabei sind, die Information rauszuholen. Deswegen dachten wir uns, wenn wir Naoko nicht einladen können, laden wir jemand anderen ein. Am Morgen werden wir Marco und Euro da haben, das ist der Style-Zeichner von Sailor Moon. Also all die schönen Bilder von Sailor Moon, die da für Promotion genutzt wurden in den letzten Jahren. Die sind ja auf den DVD-Boxen, auf den Merchandise-Produkten und aller Welt. Wir werden die Zeichner hier haben. Und er freut sich schon total auf Leipzig und auf die Sailor Moon-Fans. All das wird es morgen bei uns in der Sailor Moon-Ausstellung geben. Eine Frage hätte ich noch an dich. Warum sammelst du denn? Warum gibst du Geld aus für Sailor Moon? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich da auch eine Antwort geben? Ich weiß es nicht. Ich möchte es einfach haben. Jetzt nicht alles, aber auch so Sachen, die mir einfach auch gefallen. Okay, also einfach eine Sammlerin. Es liegt halt so im Boot, wir sind immer Menschen, wir sind Jäger und Sammler. Das kann ich ja nicht fragen. Warum sammelst du? Warum hast du ein halbes Wohnzimmer jetzt auf die Buchmesse mitgebracht und stellst es da hinten aus? Ja, also ich sammle Sachen von Sailor Moon deswegen, weil ich mich mit diesen Sachen einfach meine Heldin mehr verbunden fühle. Also ohnehin schon. Sie ist ja schon in meinem Herzen. Aber wenn ich so eine Brosche in den Händen halte, was ich aufmache und dann ertönt die Melodie genau wie im Fernsehen. Oder nein, weil ich gerade aufdrücke, nicht weil ich den Fernseher anmache. Dann denke ich so, oh mein Gott. Und dann
ich vermisse Sailor Moon. Es war ja auch so, die Serie lief lange nicht und ich habe sie so vermisst. Ich bin deswegen auch fremdgegangen, habe andere Magical Girl Serien angeguckt. Ja, und deswegen sammle ich. Und so ist sie immer da. Aber eigentlich, ja, das ist dann ein Applaus wert. Welche Pension? Das teile ich mit euch, weil es ist einfach mein Herzblut. Genau. Also von Sailor Moon gibt es ja viele Facetten, nur Merchandise, aber auch Musik ist ein großer Punkt. Magst du noch abschließend was zu Musik sagen? Wie findest du den Sound von Sailor Moon? Super. Anders kann man es nicht sagen. Ich muss sagen, sowohl bei Crystals, auch bei den alten Serien, die Musik, man hat mitgefiebert. Man hat mitgesungen, auch bei der deutschen Version der Lieder. Man hört die Lieder, man kann die Texte, ich kann es auf Deutsch und Japanisch, ich kann mitsingen, ich singe mit. Gibt es denn auch so, dass du dann nicht mehr für dich sitzen kannst und immer mitwandeln musst? Ja, definitiv. Okay, dann danke ich dir, Franziska, dass du hier warst. Einen großen Applaus für Franziska. Ja, Musik ist immer ein großes Thema. Es gab viele tolle Stücke. Was ich zum Beispiel ganz toll fand, war die Musik aus dem Film. Das bringt ja zum Beispiel einer total in den Garten, deswegen niemand liebe. Was sagst du dazu? Ich freue mich drauf. Also, liebe Desi. Ja, liebe Desi. Bist du da? Bist du soweit? Schauen wir mal, ob Desi da ist. Denn sie meinte zu mir, sie würde sehr, sehr gerne zu mir jedenfalls die Liebe singen. Ja. Ihr könnt dann richtig mitrollen, wenn ihr den Text noch drauf habt. Wenn der Text sicher sein, einfach mit. Halte ihn fest, wie der Frieden in der Blüte.
sieht sehr, sehr schick aus. Dankeschön. Ja, da würde ich sagen, wir sind ein letztes Mal nachher. Wir sind gespannt. Tja, möchtest du schon mal raten, welches Lied wir am Schluss singen? Es ist jedenfalls ein Lied, das alle kennen. Auch Leute, die keine Sänger gewesen sind. Alle? Alle. Und alle müssen mitsingen. Auch die Mütter, die früher gequält wurden, wenn die Serie eingebrochen hat. Wenn die Serie lief im Fernsehen. Ja, alle müssen mitsingen. Wir sehen uns am Ende der Show nochmal. Nochmal einen großen Applaus. Vielen, vielen Dank. Verzweifelt auch und meinte, sie kann einfach nicht alleine. Und zusammen geht immer alles.
das finde ich auch toll, sie ist ja die ich mache den Namen an hier. Also Yosaki, sie, ich glaube, jeder kann sich mit ihr identifizieren, weil sie einfach nicht sagt, ich bin's, ich kann's, sondern sie sagt am ersten, zuerst eher, ich kann nicht, ich mag nicht, mi. Aber zum Schluss steht sie trotzdem auf, wie man es kann. Und ich glaube, das ist das, was uns auch motiviert. Ja, es ist auch das, was es damals in den 90ern auch so ausgesendet hat. Es war nicht so dieses klassische Superhelden-Film, zum Beispiel den Superman oder den Batman. Sie war einfach natürlich, sie war eine Heulsuse, ja, sie war ein tollpatschiges Mädchen. Sie hat schlechte Noten nach Hause gemacht, aber genau deswegen liebe sie, weil sie so ist wie jedes 14-jährige Mädchen. Aber das ist es doch auch, was sie auch wiederum stark macht, oder nicht? In der einen Episode hat sie selber gesagt, das war die Episode, die Betrügerin. Als dann der Dämon uns sie angegriffen hat, wollte sie ihr Zweifel einflößen. Du bist schlecht, keiner ist hilft mit dir. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, ich bin eine Heulsuse und ich gehe so spät zur Schule und ich kann nichts. Na und? Ich mache trotzdem weiter. Ich denke, das ist das, wo wir noch sagen, steh zu dir selbst. Genau. Also, aber nicht nur Sailor Moon hat uns fasziniert, aber auch die anderen Charaktere. Denn in Sailor Moon, es gibt wirklich viele Charaktere und auch Sailor Killerinnen. Und man kann sie irgendwie zu jeder identifizieren. Und es gibt natürlich den Hauptcast, sage ich mal so, die Inner Sanctuaries und die Outer Sanctuaries. Und vor allem die Outer Sanctuaries haben hierzulande große Fanbase. Ja. Also auch für mich, ich bin auch ein Outer-Fan. Weil sie waren damals halt eigentlich anders. Sie waren halt erwachsener, sie waren cooler. Sie konnten trotzdem auch, sie durften trotzdem Auto fahren. Zum Beispiel Haruka hatte Motorrad gehabt. Sie war schon cool. Ja, sie war eine coole. Ja, aber vor allem in den Autocenters gibt es ja diese bekannte Hürde, sag ich mal. Was viele Eltern, auch meiner Meinung nach, meine Eltern waren damals entsetzt, wo sie zum Beispiel diese Liebelei rausgesehen haben zwischen Haruko und Mitsuo als kleines Kind. Ich habe es nicht gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber ich dachte, ah, das sind doch gute Freundinnen. Also ich habe es, auch nicht gemerkt, aber ich habe immer so gedacht, da ist doch irgendwas. Sie haben sich mehr lieb, als ich meine Freundin lieb habe. Also, weil da war auch diese Verbindung da, aber für mich ist Michiru und Haruka für mich die schönste Liebesgeschichte, das schönste Liebespaar in Sailor Moon tatsächlich. Das One-True-Fairy sozusagen. Ja, also für mich sind sie wirklich das Traumpaar. Sie symbolisieren alles und die Szene, das geht einfach ans Herz, wie sie füreinander einstehen und dann kriege ich wieder Gänsehaut. Diese, wo sie an den Händen halten. Die beiden sind einfach irgendwo das Herzstück. Ja, aber auch die anderen zwei Autos haben es in sich, Sailor Pluto und Sailor Saturn. Die eine steht für die Zeit, die andere für den Tod. Das sind eigentlich, sage ich mal, ernste Themen, die man in einer Kinderserie, ich nenne mal eine Kinderserie wie Barbie oder so, nicht erwarten würde. Und irgendwie teilen beide ein trauriges Schicksal, jeder auf seine eigene Art. Aber so ist es nun mal mit dem Erwachsenwerden. Irgendwann geht es auch mal an ernste Themen. Das ist halt eben bei Sailor Moon, es fängt ganz klein an. Und dann geht es halt, es wird immer ernster und ernster und es wird halt aufgezeigt, die Dinge bleiben nicht immer so rosig. Und es wird halt gezeigt, trotzdem kann man sie gemeinsam bewältigen. Und das ist halt auch, also ich habe halt so gesehen, am Anfang sind alle Sailor-Krieger immer für sich allein irgendwie gewesen. Und dann kam Sailor Moon. Und sie haben sie irgendwie alles zusammen in sich verbunden. Und deswegen das Sailor Team. Ich meine, sogar Saturn ist ja sogar die Kriegerin des Todes, die niemals erwachen darf, auch zu ihrem Team auserkoren. Mit dazu. Und Pluto, die sonst eigentlich nicht dabei sein darf, ist auch dabei. Und darin liegt jetzt übrigens auch meine Hoffnung bei Crystal, also ich bin da bestimmt anders heißt. In der dritten Staffel, wenn das kommt, ich möchte endlich eine Verwandlung von Sailor Saturn sehen. Ja, ich denke, viele Fans sehen das. Vor allem, es gibt so viele Sachen, die im alten Anime nicht aufgegriffen wurden, dass man die dann wieder spielt, wie zum Beispiel ihre Verwandlung. Oder zum Beispiel für Saturn-Fans ist ja ganz schlimm, oder nicht? Ich habe mir auch gesagt, ich mag Saturn auch, ich will
Dann darf ich mich sehen. Geht's euch auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt so viele Charaktere in Sailor Moon, auch die Bösewichte. Eigentlich, was ich gemerkt habe, die Bösewichte sind missverstandene Wesen. Die wollen es gar nicht böse. Ja, da muss ich natürlich da einen Vergleich zu Crystal machen, also oder auch zum Manga. Im Manga hat man ja gar keinen Bezug zu den Bösen. Ja? Während Anime-Serie, da hat man ja auch die Bösewichter lieb gewonnen. Weil das sind ja wirklich nur arme Wesen, die halt schlecht, jetzt hat man schlechten Umgang. Das liegt nur am schlechten Umgang. Hätten sie besseren Umgang wie sie Namen, wären sie nicht böse. Ja, bestes Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt im Christen, wenn wir bleiben, die Fischwässer des Bösen, im alten Anime, holen sie gut einen neuen Fuchs weg. Aber auch eine Oberböse nicht reden. Zum Beispiel Kevin Imperia, Queen Beryl. Was wollte sie eben? Hat eigentlich nur einen Mann geliebt, wieder Momoro, der auch von 10 anderen geliebt wird, ob man auch von mir. Und ja, sie wurde durch ihre Gefühle dazu gelenkt, okay, sie hat auch Natalia dann getroffen, was auch nicht gerade ist. Leute, ich sag doch schlechten Umgang. Ja, und das eine führt dann zum anderen. Genau so ist es, aber so ist es nun mal auch mit der Liebe. Sie ist nicht immer rosa. Das ist halt auch, es ist halt auch die Schattenseite davon. Es ist alles dabei bei Sailor Moon. Ja, es ist alles dabei. Für groß und klein und deswegen wird ja auch, wenn wir zurückkommen zum Merchandise, was wir ja auch in der Ausstellung jetzt parat haben, denn eins unterscheidet sich auch das Merchandise von allem. Es ist für eine ganz andere Zielgruppe auswählen, für Leute wie uns. Leute, die mit den Zartiger mal 30 sind, die, sag ich mal, vielleicht kennst du dich auch besser aus, die noch vor 10 Jahren solches Kinderspielzeug dann doch gekauft haben, mit schlechtem Gewissen, aber heutzutage muss man sich ja nicht schämen dafür, denn es ist ja alles für die Älteren ausgelegt. Was denn zum Beispiel? Also ist zum Beispiel den Cutie Moonrod, zum Beispiel, also der R-Stab, weil früher hatten wir keine englische Bezeichnung. Dieser R-Stab, der ist ja richtig schön rezitativ dann auch gemacht, ist auch empfindlicher. Es ist edler gemacht, es ist mehr drin, mehr Elektronik. Also es ist halt wirklich bei uns, deswegen ist man auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Früher war es klar, es ist eher für Kinder. Ich meine, es gab auch Handschuhe, da habe ich mir gedacht, wieso nicht für mich? Okay, es ist für Kinder. Ich habe mir immer gesagt, letztendlich sind es Kinderspielzeuge. Und jetzt sind endlich Spielzeuge für uns große Kinder gemacht worden. Wir können uns also freuen. Aber bei Sailor Moon, muss ich noch zurückgehen, geht es ja auch nicht nur um die Geschichte. Es geht auch viel um das Aussehen. Deswegen Pretty Guardian, ja? Was mich auch mal fasziniert hat, waren die Kostüme. Na? Die Kostüme und ihr habt ja gesehen, wie toll Daisy ausgesehen hat mit ihrem Princess Sailor Moon German Kostüm. Wir wollten am liebsten die Kostüme auch haben. Ja, wir wollten gerne rund wie ein Glänzchen und Wohnschau auf die Bühne gestellt. Aber ja. Was mir auch noch auffällt, ist zum Beispiel die ganze Kosmetik-Serie. Es ist ja alles mit Kosmetik. Es heißt auch Make-up. Also Make-up heißt nicht mach auf. Definitiv nicht. Make-up ist Make-up. Also Schminke. Aber man kann nicht sagen, Macht des Mondes, Schminke. Geht ja nicht. Aber Macht des Mondes, mach auf. Das ist halbwegs. Aber so ist halt die 1:1 Übersetzung. Deswegen müsste man vielleicht diesen englischen Blasen mit Moon Prison Power und dann auch Make-up lassen. Weil sonst ist die richtige Bedeutung einfach nicht richtig. Also, man muss da schon schauen, was man sich da gewagelt. Nochmal ganz kurz, weil wir neigen uns auch langsam dem Ende zu. Wir wollen auch noch zu Sailor Pride etwas sagen. Sailor Pride haben wir definiert, was es genau ist. Wir sind da in unser erster Programmpunkt. Sailor Pride feiern wir über das ganze Jahr hinweg. Man kann uns auf jeder größeren Convention verfolgen. Wir versuchen euch dann auf jeder Convention einen besonderen Punkt darzugeben. Und in diesem Punkt würde ich sagen, möchten wir uns hiermit auch ganz, ganz herzlich bei der MCC bedanken, die uns dieses Wochenende ermöglicht haben. Denn durch ihr Engagement, ja, haben wir es geschafft, auch einen Stand hier zu haben, euch ein Programm aufzubieten, ohne ihre Mithilfe, ohne ihre Möglichkeit. Genau. Würden wir nicht hier sitzen und mit euch hier alles vorstellen können.
und die MCC bietet uns damit ein Sailor Moon Geburtstagsjahr zu eröffnen. Genau. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Manga Comic und dass du das möglich gemacht hast. Also ich muss auch sagen, ich mochte total, also als wir letztes Jahr hier waren, diese einstündige Kostenbehandlung und generell, dass es so ein Eingebereich ist für uns gibt. Ja, natürlich. Also ich finde es sehr praktisch auch und es hat sich eh alles verbessert. Ich weiß nicht, es hat sich schon gut entwickelt, die Leipzig. Und ich habe ja auch gehört, ich habe gelesen, dass die Leipziger Buchmesse zumindest in diesem Gebäude auch 10-jähriges Jubiläum hat. Ist das richtig? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es ist auf jeden Fall 850 Jahre Leipziger Messe. Oh. Ja, aber deswegen haben wir natürlich allen Grund zu freuen, ob jetzt die Messe selbst oder wir. Und daher, ich möchte euch einfach bitten, erhebt euch von den Stühlen, steht auf, denn wir möchten jetzt richtig feiern, richtig abrocken. Du willst jetzt schon machen? Ich dachte schon, warum nicht? Ja, warum denn nicht? Schauen wir mal, ob diese hier bereit dazu ist. Also, ja, einfach, dass wir gemeinsam dann Sailor Moon, also dieses Jahr eröffnen. Geburtstagsjahr und hier dann schon auf der Leipziger Buchmesse, demnächst dann noch auf anderen Cons und morgen steht uns auch ein großer Tag bevor, also ein langer Tag. Ja, morgen, wie gesagt, Malpapierung, der Sailor Moon Zeichen ist da. Wenn ihr ein Autogramm oder beziehungsweise eine Zeichnung haben wollt, denn wir wollten schon nicht mal so eine schön gezeichnete Sailor Moon haben, kommt doch einfach zu unserem Stand A203 und da könnt ihr euch ein Autogramm sichern. Oder eine Zeichnung. Typisch Manni, würde ich sagen, aber macht nichts. Ja, aber vielleicht vorher, bevor es losgeht, wollte ich dich jetzt auch mal sprechen lassen. Was macht dich, was ist für dich Sailor Moon? Ich muss dazu sagen, Sailor Moon hat mich inspiriert, als ich ein kleines 8-jähriges Mädchen war, auf meinem Schulhof zu gehen und Macht der Liebe zu rufen. Und alle Jungs haben mich ausgelacht. Und alle Mädchen waren meine Freundin und waren mein Sailor Team. Und das Gefühl habe ich heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sailor Moon lässt in mir wieder dieses Kind, dieses kleine Mädchen frei. Und ich finde, das sollte kein Mensch jemals verlieren im Leben. Und dafür bin ich Sailor Moon unendlich dankbar. Und ich glaube, das geht vielen hier auch so, oder? Genau, deswegen haben wir Sailor Moon ins Leben gerufen. Wir wollen mit Sailor Pride einfach zeigen, dass wir Fans immer da waren. Auch wenn viele sagen, Sailor Moon ist tot, ist es gar nicht. Und auch die Leute, die nicht hier sein können, alle Leute da draußen, die das Internet verfolgen oder die auf anderen Conventions da sind, Sailor Moon ist wieder da. Und das, ich meine, Sailor Moon war nie weg. Nein, aber sie ist stärker denn je da. Und damit wir den Leuten in Japan das vor allem jetzt zeigen, wollen wir zeigen, dass Sailor Moon noch in Deutschland stärker ist als denn je. Deswegen steht alle auf, feiert mit uns mit. Wir wünschen euch weiterhin sehr viel Spaß auf der Manga Comic Convention. Und singt mit uns alle